Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV. Einigkeit schaut anders aus. Innerhalb der Sozialdemokratischen Partei wird wieder heftig diskutiert. Manche sagen sogar, es wird gestritten, zuletzt bei der Vorstellung der Kandidatenliste für die EU-Wahl. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil ist wieder mal beleidigt, was ja öfter vorkommt, weil sein Kandidat für die EU-Wahl bloß an siebte Stelle gereiht wurde. Er hat übrigens den ehemaligen Verteidigungsminister Norbert Darbosch vorgeschlagen. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zog sich aus den Bundesgremien der SPÖ zurück. Aber in den Umfragen liegt die Partei und mit Anders Babler an der Spitze konstant, momentan bei 24%, allerdings 5% hinter Herbert Kickl und seiner FPÖ. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Julia Herr, SPÖ-Vizeklubchefin, Umweltsprecherin, wir kennen sie alle, und vor allem werdende Mama, was uns alle sehr freut. Vielen Dank für die Einladung. Frau Ja, gleich zu Beginn eine zutiefst private Frage. In der SPÖ gibt es bald Nachwuchs. Mhm. Sie werden Mama. Wann wird es soweit sein? Und vor allem werden Sie sich dann für einige Zeit aus der Politik verabschieden? Für kurze Zeit sicherlich und hoffentlich wird es noch heuer soweit sein, also noch im Winter. Das heißt, der Zeitrahmen ist überschaubar. Genau, demnächst. Ja, Sie haben sich im SPÖ-internen Machtkampf relativ früh für Andreas Babler ausgesprochen, sind konstant hinter ihm, neben ihm, teilweise sogar vor ihm gestanden in Diskussionen. Sie galten als Favoritin sowohl für den Clubvorsitz als auch für die Leitung der Bundesgeschäftsstelle. Ist Ihnen da das Baby dazwischen gekommen bei diesen Karriereschritten? Nein, also ich glaube, wir haben sozusagen mit Philipp Kucher den Club wirklich gut aufgestellt. Ich glaube, auch in der Bundesgeschäftsstelle ein neues Team sozusagen eingestellt. Das wurde auch mit überwältigender Mehrheit im Bundesparteivorstand so gewählt. Also ich glaube, da ist es Andreas Babler auch gelungen, ein Team aufzustellen, wo wirklich die Breite der Partei abgedeckt wurde. Auch Personen, die vorher Hans-Peter Doskozil unterstützt haben oder Pamela Rendi-Wagner, um einfach auch diesen Schritt Richtung Einigung der Partei zu signalisieren. Sie sprechen die Einigung an, aber wenn man, wie gesagt, die Diskussion um Hans-Peter Doskozil und seine personellen Vorschläge hernimmt, dann schaut es mit der Einigung doch nicht so ganz aus. Vor 5 Jahren zum Beispiel gab es den Streit mit der Kärntner SPÖ, jetzt mit der burgenländischen SPÖ. Worum ist es da jetzt eigentlich gegangen? Ja, ich glaube, der Sachverhalt ist ja klar. Wir haben beim letzten Mal 5 EU-Mandate geholt. Es gibt 9 Bundesländer. Da gibt es verständlicherweise Interesse daran, dass möglichst viele Kandidaten und Kandidatinnen auf der Liste sind. Fakt ist aber, die jetzige EU-Liste wurde im Parteivorstand mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Ich glaube, es gab 2 Gegenstimmen, ansonsten nur Zustimmen. Dahingehend, wir gehen eigentlich positiv in diese EU-Wahl. Und ich glaube, es wird auch wichtig sein, das rate ich allen in meiner Partei, dass wir mehr über die Themen sprechen. Wie schaffen wir Wohlstand in Europa? Wie schaffen wir auch Eigenständigkeit in Europa, dass wir nicht abhängig sind von anderen Teilen der Welt? Wir sehen das ganz aktuell, wenn beispielsweise Medikamente nicht geliefert werden. Also ich glaube, wir sollten darüber sprechen, wie können wir Europa besser machen und weniger über die Liste. Dann gehen sich auch mehr Mandate aus. Gut, die Diskussion wird ja nicht von außen in die Partei getragen, sondern sie wird von innerhalb der Partei nach außen getragen. Ja, es ist ja auch so, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gesagt hat, nein, ich will nicht mehr aktiv in den Bundesgremien mitarbeiten, ich ziehe mich zurück. Haben Sie und auch Andreas Babler, der Newcomer, eigentlich noch genug Unterstützung aus der Partei heraus? Ich glaube, ganz im Gegenteil. Es ist jetzt erstmals wieder gelungen, dass im Bundesparteipräsidium, das sozusagen die SPÖ auch anführt, dass wieder alle Bundesländer mit Stimme vertreten sind. Alle 9 werden sich dort wiederfinden, wird hoffentlich im November am Parteitag gewählt, um auch diesen Neustart auch tatsächlich voranzutreiben.
Und auch zur EU-Wahlliste kann ich nur Hans-Peter Doskozil zitieren. Der hat gesagt, für ihn ist die Debatte jetzt erledigt. Er hat auch angekündigt, dass sich die SPÖ im Wahlkampf stark einbringen wird, auch im Burgenland. Und somit müssen wir jetzt sozusagen die Menschen davon überzeugen, dieses SPÖ-Wahlprogramm für eine sozialgerechte Europäische Union, wo auch die Themen Mindestlohn beispielsweise wieder im Vordergrund stehen, die verbinden uns ja, auch tatsächlich gewählt wird. Ja, aber an der Person Norbert Darabosch, ehemaliger Verteidigungsminister, hat sich der Streit nicht entzündet, oder? Es heißt ja, es wäre der Bundespartei lieber gewesen, es wäre eine Frau aufgestellt worden von burgenländischer Seite. Ist das eine komplette falsche Information? Ja, ich kann das so nicht bestätigen. Wie gesagt, ich glaube, die Liste wurde jetzt mit überwältigender Mehrheit gewählt und sie ist eine gute Liste. Und mit der werden wir jetzt in diesen Wahlkampf ziehen. Und sozusagen die Listenerstellung ist jetzt geklärt. Jetzt werden wir auch unser Wahlprogramm erstellen. Und das wird, denke ich, für die Menschen vielleicht sogar wichtiger sein, sozusagen, wofür steht die SPÖ. Das ist die Aufgabe auch von Andreas Babler, dass man das jetzt klärt, auch im Zusammenhang mit einer Europäischen Union, wo es natürlich darum geht, wie kann die weiterentwickelt werden, wie kann man eben schauen, dass man die Teuerung, die so ein großes Problem ist, ja nicht nur in Österreich, wir haben immer noch eine der höchsten Inflationen Westeuropas, weil wir eine unfähige Bundesregierung haben, die dabei zuschaut, aber in ganz Europa spielen hohe Energiepreise zum Beispiel ein Thema. Da könnten wir auf EU-Ebene schon lange sagen, wir gehen weg von diesen Marktlösungen, die wir derzeit haben, wo wir gesehen haben, dass die Preise teilweise fiktiv in die Höhe getrieben wurden. Das bedeutet für die Menschen einfach hohe Energierechnungen, die sie wirklich plagen, ja, wo am Ende des Monats kein Geld überbleibt. Über all das sollten wir sprechen, wenn es um Europa geht. Endlich diese Energiepreise nach unten zu bekommen. Da haben wir ganz konkrete Vorschläge raus aus dem Merit-Order-System, um hier einfach wirklich auch wieder Preise zu schaffen, die leistbar sind für die Menschen. Otmar Karas, der Mann, der aus der ÖVP, jetzt sich verabschiedet, immerhin EU-Vizeparlamentspräsident, hat eben gemeint, Österreich braucht dringend eine europapolitische Neuordnung. Sehen Sie das auch so? Wie könnte eine Neuordnung innerhalb der österreichischen Politik in Richtung Europa überhaupt ausschauen? Ich glaube, man muss sich überlegen, was braucht Österreich von Seiten der Europäischen Union? Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass da wirklich der neoliberale Gedanke, sozusagen der freie Markt regelt alles und wir greifen da nur nicht ein, gescheitert ist. Der hat dazu geführt, dass sozusagen Europa abhängig gemacht wurde, was ganz viele verschiedene Produkte angeht. Über die Medikamente habe ich schon gesprochen, aber ja auch in der Herstellung von Chips beispielsweise, also von diesen Elektrochips oder auch wenn es um die erneuerbare Energie geht. Ich meine, das ist ein Zukunftsthema, da wollen wir nicht abhängig sein von China, von Taiwan. Und da sehen wir schon, dass in der Vergangenheit Fehler passiert sind, dass diese reine Marktradikalität, ja, die Konservativen, die auch ÖVP und FPÖ vertreten haben, uns letztlich in die Abhängigkeit von anderen Regionen auf der Welt geführt hat. Man hat gesagt, man produziert einfach dort, wo es am billigsten ist und dann importieren wir einfach sozusagen jeden Schatz aus China. Ich glaube nicht, dass uns das aus Europa gestärkt hat. Wir müssen Industrie zurückholen, wir müssen Arbeitsplätze in die Europäische Union zurückholen, um auch souverän, um auch selbstbestimmt sein zu können. Ja, das sind Ausblicke für die Zukunft. Sollten Sie wieder ans Ruder kommen. Jetzt steht der Parteitag an. Mhm. Ich glaube, das ist am 11. November. Richtig. Welche Themen werden da gesetzt? Was ist der Schwerpunkt? Und vor allem, in welche Richtung wird sich Ihre Partei in den nächsten Monaten entwickeln? Ich glaube, die Themen für uns sind eigentlich gesetzt oder für mich, wenn Sie mich jetzt fragen, ich glaube, eine SPÖ muss in einer Zeit, in der die Mieten massiv gestiegen sind, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es Mietverhältnisse bis zu +25% gestiegen sind. Das ist ein Wahnsinn. Die Bundesregierung hat einen Mietpreisdeckel versprochen. Wo ist der? Das ist Wochen her. Wir haben unsere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Wir wollen die Mieten einfrieren. Genau dasselbe muss bei den Energiepreisen passieren. Ja, die Bundesregierung stellt sich hin und sagt, super, die Inflation ist ja jetzt eh unter 6%. Aber das heißt ja, dass die Produkte immer noch 6% teurer sind als zum Beispiel im Vorjahr. Also wir müssen einfach schauen, dass das Leben leistbar ist. Und die SPÖ ist ein Garant dafür, dass diese Themen auch wirklich bespielt werden. Und nicht nur bespielt, sondern umgesetzt werden. Wir haben seit, Sie haben es vorher gesagt, im SPÖ-Club tätig sein. Wir bringen
Sitzung für Sitzung, übrigens als Einzige, ja, auch die FPÖ nicht, Anträge ein, wie wir wirklich für den Durchschnittsverdiener in Österreich das Leben leistbarer machen. Auch zum Beispiel beim Thema Banken. Viele Menschen haben einen Kredit, die können den nicht mehr zahlen, wenn sie die Zinsen variabel genommen haben. Also wirklich ganz konkrete Lösungsvorschläge, die werden ständig abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Ich glaube, die Bevölkerung wird sich das merken. Und ich glaube, unser Hauptfokus muss einfach darauf liegen, dass das Leben leistbar ist und bleibt und in vielen Bereichen leider auch wieder wird. Das ist ein Frontalangriff eigentlich gegen die Arbeit der Bundesregierung. Ja, der Bundesregierung, aber genauso, Entschuldigung, wenn ich das gleich sagen darf, genauso der FPÖ. Die FPÖ tut so, als wäre sie für den kleinen Mann da, ja, sagt der Herbert Kickl selbst immer. Das ist natürlich der Einserschmäh. Entschuldigung, der Herbert Kickl ist seit Jahrzehnten in der FPÖ aktiv. Der hat alle mitgetragen, den Strache, den Haider. Der war bei jeder Grauslichkeit war der mit dabei, bei jeder Pensionskürzung war ja die FPÖ mit dabei. Bei der 60-Stunden-Woche beispielsweise. Ich meine, in Österreich ist es mittlerweile erlaubt, mehrere Wochen hintereinander 60 Stunden durchzuarbeiten. Da sagt uns jeder, das macht dich körperlich krank. Und trotzdem war die FPÖ mit dabei. Also ich glaube, es geht hier wirklich darum, das Thema soziale Gerechtigkeit, mit dem kampanisieren wir, mit dem tourt Andreas Babler gerade durch jeden Bezirk in ganz Österreich, um sich vorzustellen. Und mit dem Thema wollen wir in die Wahl gehen. Ja, vor allem unser Bundeskanzler kümmert sich momentan eher mehr um die Außenpolitik als um die Innenpolitik. Zwangsläufig überlappt natürlich die Diskussion um Israel und vorgangsweise Israels gegen die Terrorvereinigung Hamas für große Diskussionen. Andreas Babler hält sich in dieser Frage Palästina, Palästinenser, extrem zurück, auch in Sachen Israel. Wenn ich dann nur an Bruno Kreisky erinnere, Kreisky war jener Politiker, der eigentlich damals Yasser Arafat, den legendären Chef der PLO, salonfähig politisch gemacht hat. Warum haltet sich die SPÖ bei dieser außenpolitischen Frage so sehr zurück momentan? Also wir halten uns gar nicht zurück. Andreas Babler hat ja sofort klare Worte gefunden, als die Hamas wirklich diese Terrorattacke, es ist nichts anderes als Terror, gegen Israel gestartet hat, wo wir klar gesagt haben, wir verurteilen diesen Terror. Wir stehen auf der Seite natürlich der vielen Betroffenen, der Opfer und natürlich auch auf Seite der israelischen Bevölkerung, die diesen Terror sozusagen erleiden musste. Da war die SPÖ ganz klar positioniert und zum Glück auch alle Parteien in Österreich, die diesen Terror verurteilt haben. Natürlich steht die SPÖ aber in einer Tradition, wo wir sagen, jeder Angriff gegen unschuldige Zivilisten und Zivilistinnen ist zu verurteilen. Auch die palästinensische Bevölkerung ist nicht mit der Hamas 1:1 gleichzusetzen. Also auch da setzen wir uns natürlich immer dafür ein, dass das menschliche Leid möglichst nicht groß ist und dass es hier zum Beispiel Schutzkorridore geben muss, um unschuldige Kinder aus Palästina beispielsweise in Sicherheit zu bringen. Also das ist ein sehr hochkomplexes Thema, aber die SPÖ ist hier klar positioniert, immer auf Seite der Bevölkerung, der unschuldigen Zivilisten und Zivilistinnen, die natürlich beim Krieg immer nur verlieren können. Bruno Kreisky hat damals gesagt, solange die Palästinenser keinen eigenen Staat haben werden, wird es keinen Frieden in dieser Region geben. Sehen Sie das auch so? Also unsere Position ist klar. Das Ziel, auch wenn das derzeit schwer realisierbar wirkt, ist natürlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Der Staat Israel, der Staat Palästina. Und in diese Richtung müssen alle diplomatischen Mittel auch ausgeschöpft werden, um im Sinne unserer Neutralität hier auch tätig zu werden. Da haben Sie jetzt selbst Bruno Kreisky angesprochen, der immer für eine aktive Friedens- und Neutralitätspolitik gestanden ist. Ich glaube, das braucht es auch heute. Also wir fordern die Bundesregierung auch auf, natürlich zusammen mit unseren europäischen Partnern, Partnerinnen, uns dafür einzusetzen, dass hier möglichst schnell friedvolle Lösungen, ja, auch wenn sie derzeit schwer vorstellbar erscheinen, natürlich möglich gemacht werden müssen. Ja, trotzdem gab es auch in dieser Frage innerhalb Ihrer Partei einige Unstimmigkeiten. Sie waren ja lange Zeit Vorsitzende der sozialistischen Jugend. Ja. Eine kleine Gruppe der jetzigen SJ sieht das deutlich anders und kritisiert heftig Israel. Wie stehen Sie zu dem, was diese Gruppe gesagt und veröffentlicht hat?
glaube, das hat die sozialistische Jugend selbst schon klargestellt. Auch die SPÖ hat das von Anfang an klargestellt. Also hier gibt es eigentlich keine offenen Fragen. Österreich ist solidarisch mit Israel. Österreich wird auch aus unserer historischen Verantwortung das Selbstverteidigungsrecht Israels auch immer mit verteidigen. Jetzt trotzdem eine Frage zurück zu Ihrer persönlichen Sache momentan. Sie haben gesagt, Sie werden sich kurzfristig aus der Politik vielleicht zurückziehen. Babypause. Ja, wie lange wird die dauern und wie wird Ihre Planung in Zukunft innerhalb der Partei ausschauen? Ja, ich versuche eigentlich, das Private privat zu halten und das Berufliche Berufliches sein zu lassen. Also natürlich, ich glaube, für alle Mütter gilt in Österreich, dass es natürlich auch sozusagen eine anstrengende Zeit ist, in der man vielleicht einen Gang zurückschalten muss. Aber klar ist auch sozusagen als Politikerin, man ist auch gewählt und hat Verantwortung auch übernommen und die werde ich natürlich vollends weiterhin wahrnehmen. Ja, Sie sind Vollpolitikerin, also Baby im Parlament. Ja, das wird sich dann weisen. Ja, Sie haben vorhin Herbert Kickl angesprochen. Ja. Herbert Kickl und seine FPÖ liegt in den Umfragen weit vorne. Können Sie das verstehen, dass er mit seiner wirklich teilweise radikalen Haltung gegen alles zu sein punktet bei Österreichs Bevölkerung? Ich glaube, es ist nicht die Frage, was ich verstehe. Es ist einfach der Sachverhalt derzeit, dass wir sehen, dass die FPÖ viel Zuspruch bekommt. Das ist so. Gleichzeitig kann ich es natürlich nicht befürworten, weil ich einfach glaube, dass viele Menschen jetzt überlegen, sozusagen die FPÖ zu unterstützen, die sich eigentlich einen Kanzler Kickl ja nicht wünschen. Ja, weil die selbst wissen, dass das sozusagen für Österreich eine denkbar schlechte Variante wäre. Und auch die ÖVP in Wirklichkeit, eine Stimme für Karl Nehammer bedeutet ja auch eine Stimme für Kanzler Kickl, weil sobald sich das ausgeht, werden ÖVP und FPÖ gemeinsam Koalition machen. Das haben wir jetzt in Oberösterreich gesehen, das haben wir in Salzburg gesehen, das haben wir in Niederösterreich gesehen. Wer Kanzler Kickl sozusagen verhindern will, muss SPÖ und muss sozusagen Andreas Babler für ein soziales Österreich die Stimme geben. Nur dann können wir andere Mehrheitsverhältnisse schaffen in diesem Land, die aber dringend notwendig wären. Also ich denke, viele Menschen überlegen sich, die FPÖ zu wählen, auch wenn das vielleicht nicht in ihrem besten Interesse wären, weil gerade wenn wir uns anschauen, was derzeit viele Menschen auch einfordern, das leistbare Leben, aber auch einen Anspruch auf Pflege, ein ausgebautes Gesundheitssystem, wo jeder einen Termin bekommt. Also all diese Forderungen, die wir ja auch unterstützen als SPÖ, da würde ich die Menschen wirklich einladen, uns zu wählen und diesen Weg mit uns zu gehen, weil wir hier bereit sind, diese notwendigen Reformen auch anzugehen. In Deutschland hat man zuletzt gesehen, dass die AfD stark zulegt. Ja. Das ist das eine. Dann das andere, Sarah Wagenknecht, über eigentlich fast Jahrzehnte eine Ikone der Linken, wird jetzt eine neue Bewegung gründen, eine neue Partei. Sie will mehr oder weniger ständig links blinken, aber auch rechts abbiegen. Wie sehen Sie die internationalen Entwicklungen auf politischer Ebene? Warum gibt es einen derartigen Zuspruch für rechte Gruppierungen? Also die Sarah Wagenknecht, die muss ihr Programm jetzt überhaupt erst einmal vorlegen. Ich glaube, allein letzte Woche hatten wir zum Beispiel in der Schweiz einen der größten Wahlzugewinne für die SPÖ, also für die Sozialdemokratische Partei in der Schweiz beispielsweise, mit einem ganz klaren Kurs, wo man wirklich gesagt hat, man steht auf der Seite der vielen und nicht der wenigen, die sich eh selbst richten können, sondern ganz im Gegenteil, man will hier die breite Mehrheit unterstützen und auch wieder Politik machen für arbeitende Menschen. Da wurde dieser Kurs gerade sehr stark belohnt. Also ich sehe diese internationalen Tendenzen nicht. Ich glaube, was es wirklich gibt, ist in einer Zeit, die so unsicher erscheint, in der kriegerische Auseinandersetzungen zunehmen, ja, nicht nur Israel-Palästina, auch Ukraine-Russland beispielsweise, man wünscht sich natürlich Sicherheit. Und ich glaube, um zur Sicherheit auch tatsächlich, also zu einer positiven Zukunft zu gelangen, muss dieses Sicherheitsnetz in Österreich ausgebaut werden. Und das ist die SPÖ, die einerseits seit 1955 für die Neutralität und unsere Friedens- und Außenpolitik steht, aber auch für Sicherheit im Sinne einer sozialen Sicherheit, für ein Netz in Österreich, das jeden auffangen kann, für einen Sozialstaat, der wirklich da ist, sollte man ein Problem haben, sollte man krank werden, sollte man einen Unfall haben. Also diese Sicherheit, die kann ja die SPÖ und muss sie auch geben.
Ja, es gibt Koalitionen auf Bundesländerebene, zum Beispiel in Tirol, die Zusammenarbeit mit der ÖVP. In Zukunft 2024 wird ja alles neu geordnet werden. Können Sie sich eine Zusammenarbeit mit der ÖVP in Form einer großen Koalition wieder vorstellen? Ich habe da... finde da eigentlich fast keine Worte mehr, weil ich glaube, diese Frage, die wird dann immer medial ganz aufgejazzt sozusagen, die stellt mir in der Bevölkerung, wenn ich unterwegs bin. Gestern war Nationalfeiertag, da waren tausende Menschen im Parlament auch auf Besuch. Die haben eigentlich nicht gefragt, wie wird die zukünftige Koalition ausschauen. Die haben gesagt, wie schaffe ich es, dass ich einen Arzttermin bekomme, wie schaffe ich es, dass bei mir in der Region wieder einen Arzt oder ein Wirtshaus gibt. Also ganz andere Themen. Ich glaube, diese Frage, mit wem koaliert man wann, die wird sich dann stellen, wenn sie zu stellen ist. Aber die SPÖ ist gut daran beraten, wenn sie jetzt wirklich die Themen, die ihr wichtig sind, anspricht und weniger über diese Zukunftsmusik. Aber viele Kritiker sagen, aber sie wollen eine sogenannte Full-Service-Politik für die Menschen ankündigen. Können wir uns das überhaupt noch leisten? Na, absolut. Also wenn wir haben zum Beispiel, was wir an Vorschlägen gemacht haben, ist, dass wir umsetzen wollen, ein warmes Mittagessen für jedes Kind in ganz Österreich. Also wenn wir uns Kindergarten oder auch Volksschule und so weiter anschauen, vor allem speziell. Und da haben wir uns ausgerechnet, was würde das circa kosten. Da wären wir bei 800 bis 900 Millionen jährlich. Das ist in etwa das, was die Bundesregierung ausgegeben hat, um die Konzernsteuern in Österreich zu senken, also die KÖST, die Körperschaftssteuer, die vor allem den größten Unternehmen und Konzernen im Land mehr Gewinn beschert hat, diese Steuerkürzung. Also wirklich, die Bundesregierung, ÖVP und Grüne haben hier fast 1 Milliarde jährlich rausgehaut, um die Gewinne von jenen Unternehmen zu unterstützen, die vielleicht gar nicht am dringendsten die Hilfe benötigen würden, ganz und gar nicht. Die haben teilweise hohe Gewinne jetzt schon gescheffelt. Da hat keiner gefragt, kann sich das ausgehen, ist das überhaupt leistbar? Was ist das für eine Mentalität für die großen Unternehmen? Das wurde einfach gemacht. Wenn wir aber sagen, aber das Geld könnte man sinnvoller investieren in ein warmes Mittagessen für jedes Kind, was auch gesundheitspolitisch unglaublich wichtig wäre, was Kinderarmut verringern könnte, dann kommt man immer daher und sagt, na, ist das leistbar? Ja, ja, und es geht die Diskussion auch ehrlicherweise sie steht uns hier, wenn wir das Geld ausgeben, um irgendwelche Corona-Hilfsgelder an Unternehmen zu verteilen. 44 Milliarden Euro hat die Bundesregierung ausgegeben an Corona-Hilfsgeldern. Da war es nicht das Problem. Und wenn wir dann sagen, es braucht ein bisschen mehr Geld fürs Gesundheitssystem, es braucht Geld, um Kinderarmut zu bekämpfen, dann stellen sich die Konservativen hin und sagen, na, die SPÖ, die will ja das Geld aus dem Fenster hauen. Ganz im Gegenteil, wir wollen es zielgerichtet so einsetzen, dass wir Armut reduzieren und einfach auch für alle Kinder Zukunftschancen schaffen. Das ist auch im Übrigen eine sinnvolle Investition, die wird sich rechnen. Sie haben auch die Reizthemen wie Erbschaftssteuer, Reichensteuer angeschnitten. Wie schaut es da aus? Was planen Sie und was könnte Ihrer Meinung nach kommen? Wir haben ein ganz konkretes Konzept vorgelegt, wie wir wirklich Millionen Vermögen und Millionen Erbschaften besteuern wollen. Also alles, was unterhalb einer Million liegt, wird einmal gar nicht angegriffen. Das bedeutet, die breite Mehrheit der Bevölkerung wäre von dieser Steuer gar nicht betroffen. Sie würde wirklich nur jene treffen, die einfach besonders große Vermögen auch zur Verfügung haben. Und da sozusagen einen kleinen Teil auch einzufordern, als Beitrag fürs Gesundheitssystem, fürs Sozialsystem, ich habe es gerade angesprochen, oder auch um sozusagen die Lohnsteuer zu senken, ja, dass für die breite Menschen, die arbeiten gehen, auch mehr im Börsel überbleibt. Wir wollen das Geld ja sozusagen umverteilen. Es soll ja dort landen, wo es dringend gebraucht wird und nicht länger dort, wo vielleicht eh schon Luxus und Überdruss herrscht. Demnächst werden Sie Mama sein. Wie optimistisch schauen Sie überhaupt in die politische Zukunft? Ich schaue sehr optimistisch in die politische Zukunft, sonst wäre ich nicht aktiv. Also ich glaube, es kann für Österreich auch wieder positiv vorausgehen. Wir haben ja derzeit eher ganz viele Menschen, die einfach zweifeln, die Angst haben, dass es in der Zukunft sozusagen schlechter wird. Genau da tritt ja Andreas Babler an, um mit einer positiven Zukunftsvision endlich dagegen zu halten. Zu sagen, nein, es muss nicht immer nur schlechter werden, es kann auch wieder besser werden. Wir haben unter sozialdemokratischer Kanzlerschaft in Österreich wirklich Aufschwung miterlebt. Wir hatten lange positive Perioden in der österreichischen Geschichte, wo man wirklich gesehen hat, man konnte für die breite Mehrheit in Österreich Wohlstand schaffen. Das muss wieder unser Ziel sein. Warum soll das nicht möglich sein? Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Vielen Dank. Es geht darum,
die breite Bevölkerung wirklich zu unterstützen, in die Zukunft zu führen. Und Julia Herr ist optimistisch, dass das auch gelingen wird.